Berlin. Flughafenbaustelle BER. Helle Aufregung auf Rollfeld 13B. Örtliche Einsatzkräfte haben hier offenbar etwas Ungewöhnliches entdeckt. Schnell sind auch die üblichen Schaulustigen zur Stelle, denn so etwas sieht man nicht alle Tage. Ein Flugzeug, ausgerechnet am BER. Wir haben hier im Rahmen einer Übung einen Unfall simuliert zwischen einem landenden Flugzeug und einem sogenannten Flughafen-Vorfeldbus. Aha, für den unwahrscheinlichen Fall, dass hier irgendwann einmal ein sogenannter Flughafen-Vorfeldbus mit einem sogenannten Flugzeug zusammenstößt, will man eben gewappnet sein auf dem sogenannten Flughafen BER. Wir wollen den Einsatzkräften die Chance geben, hier vor Ort mal real zu simulieren. So real wurde Flughafenbetrieb hier noch nie simuliert. 1400 Rettungskräfte, 500 Statisten. Aus dem BER eine halbwegs brauchbare Flughafenkulisse zu machen, das geht nicht mal eben so. Wir sind seit 2 Jahren in der Vorbereitung. 2 Jahre hat BER-Chef Mühlenfeld auf diesen Moment gewartet. Er und seine Kollegen stehen tatsächlich neben einem Flugzeug. Und falls hier irgendwann in ferner Zukunft tatsächlich mal echter Flugbetrieb herrschen sollte, wäre man für den Ernstfall vorbereitet. Man kann eben nicht vorsichtig genug sein. Nach allem, was man jetzt so ein bisschen aus der Ferne mitbekommt, scheint die Übung zu funktionieren. Naja, fast. In Sachen Katastrophe macht dem BER eben keiner was vor.